Hello, hello, hello. Willkommen zurück. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Ian Murray und ich male und zeichne alles, was mir in den Sinn kommt, nehme das auf in Timelapse und nehme mich dann meistens selbst hops. Ja. Also falls du mir noch nicht folgst, lass mir gerne ein Abo da, like dieses Video, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Okay, ja. Am Anfang habe ich gedacht, es ist eine gute Idee, mit dem Stoff anzufangen. Da war ich irgendwie confident. Dann habe ich diese Methode auf alle anderen Stellen dieses Bildes auch angewandt. Habe die Hautfarbe eingemalt, habe die Haare eingemalt, die Tentakel. Und da dachte ich aber, es ist vielleicht smart, schwarze, dunkle Outlines zu setzen. Und dann auch den Hintergrund direkt einzublocken. Das hat mir für die Values sehr gut geholfen. Ja, aber ich wollte auch nicht direkt zu dunkel reingehen. Deswegen habe ich da erstmal angefangen, so mit Dunkelgrau drüber zu malen. Und dann habe ich an diesen Tentakeln rumgewurschtelt, weil ich gar nicht wusste, wie detailreich mag ich die eigentlich haben. Das habe ich dann versucht, so durchzuziehen. Und dann habe ich nochmal zwei kleine Ringe dazu gemalt. Und ja. Ja, war da ein bisschen unsicher, wie viel Detailgrad ich da eigentlich haben will. Deswegen bin ich dann in diese Zwischenräume und habe da versucht, irgendwie zu sagen, ja, okay, also hier kommen die nach unten raus und da gehen die nach oben raus. Dann habe ich auch das Bild umgedreht und habe das natürlich auch für die andere Seite der Tentakel versucht umzusetzen. Und bin dann erst mit heller Farbe rein und habe da Kreise gezogen, bin dann nochmal mit dunklerer Farbe rein und habe da Kreise gezogen, habe gehofft, das würde irgendwie realistisch aussehen. Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Dann habe ich erstmal die Leinwand umgeordnet und habe dann gemerkt, okay, das hat noch Verbesserungspotenzial, ich weiß nicht. Ja, das war so eine Sache, da habe ich wirklich viel rumgewurschtelt. Wirklich viel rumgewurschtelt. Dann habe ich, als die Farbe getrocknet war, auch noch die kleinsten Tentakel Saugnäpfe da reingemacht. Ja, dann habe ich den Stoff übermalt. Dramatisch. Und ich wollte wirklich, dass diese Falten gut zur Geltung kommen, weil das ist so ein Samtstoff. Und auch so transparenter Stoff. Also ja. Dann habe ich die Haare weitergemalt, damit der Stoff trocknet. Und das haben wir jetzt zweites Mal Haare malen. Ich bin begeistert. Ich lieb's. Es macht so viel Spaß. Haare malen ist cool. Ja. Ende malen dagegen nicht so, das lag mir jetzt eher nicht so. Ich dachte so, ja komm, kannst du lassen. Ja, und dann bin ich nochmal in die Tentakel. Die habe ich ein bisschen heller gemacht, ein bisschen dunkler und dachte so, ja, weiter geht's. Dann habe ich an der Lippe noch gemalt. Ich habe noch nicht so oft Lippen gemalt mit Ölfarbe, fand ich ein bisschen schwer. Ja, dann kam der Background und jetzt seht ihr, so dunkel wollte ich das ursprünglich haben. Also klar, beim zweiten Mal logisch, aber das ist meine Referenz gewesen und ich war schon sehr stolz. Ja, dann habe ich die Augen geblurrt. Es war von Anfang an so gewollt, dass sie geblurrt sind. Ich mag diesen Effekt. Andere Leute erneut das ein bisschen, weil sie sagen so, Bruder, was ist da los? Warum machst du die Augen nicht? Ja, aber ich finde das cool, wenn das einfach noch ein bisschen was hat, was man nicht sieht. Ja, es war mir nicht dramatisch genug, deswegen habe ich dann noch so Heiligenschein mit reingemalt oder so Strahlen. Auf jeden Fall sowas Ikonografisches eben. So ein Element. You name it. Ja, dann wollte ich das Ganze in so einen goldenen Rahmen setzen. Habe aber irgendwie vergessen, beim Vollenden dieses Rahmens, dass ich jetzt diese Linien da überkreuzen. Das war nicht so geplant und mir war das auch ein bisschen zu viel. Und deswegen dachte ich, okay, wie rette ich das? Also habe ich es dann links oben auch so gemacht. Und habe es dafür aber auf der anderen Seite später weggemalt, damit es ein bisschen... Naja, damit es halt nicht so überladen ist, ne? Dann habe ich noch überall alles ausgebessert, wo das Frog Tape nicht gehalten hat. Und ja, dann habe ich noch silberne Goldfarbe reingemalt. Silberne Goldfarbe. Silberfarbe. Ja. Dann habe ich das Tape abgemacht und das war ein wilder Moment. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die Farbe mit abreißt, aber es war gar nicht so. Es war ein richtiges Glückserlebnis. Und jetzt kommen hier noch ein paar schöne Close-Ups. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Also falls du mir noch nicht folgst, lass mir gerne ein Abo da, like dieses Video, dann würde ich sagen, ciao Kakao, bis zum nächsten Mal.